Solarparks zeichnen sich dadurch aus, dass es kaum Flächenversiegelungen gibt. Modulreihen und Fundamente für Trafos und Wechselrichter machen weniger als 1% aus. Solarparks werden nicht gedüngt und Solarparks werden nicht mit Pflanzenschutzmitteln behandelt. Damit besitzen sie ein hohes naturschutzfachliches Potenzial. Wenn ausreichend breite Abstände zwischen den Modulreihen vorhanden sind und bei einer standortangepassten, extensiven Bewirtschaftung, können artenreiche Grünlandtypen entstehen. Auf diese Weise entstehen auch reichhaltige Blütenhorizonte mit einem großen Angebot an Pollen und Nektar. Da sich die Bewirtschaftung während der Laufzeit der Anlagen nicht ändert, können sich stabile Populationen von Tieren und Pflanzen entwickeln und vor allen Dingen durch die Art der Bewirtschaftung auch erhalten bleiben. Hiervon profitieren auch zahlreiche Insektenarten wie beispielsweise Wildbienen. Damit stellen Solarparks einerseits Rückzugsräume für zahlreiche bedrohte Tier- und Pflanzenarten, insbesondere aus der Agrarlandschaft, dar. Auf der anderen Seite erfolgen aus ihnen heraus ständige Neu- bzw. Wiederbesiedlungen in die Landschaft hinein.